Herzlich willkommen wieder in der Welt der Brüder Grimm. Ich habe mein Märchenkörbchen dabei und in dem Märchenkörbchen sind ganz viele Steine, schaut mal. Und diese Steine, die spielen in meinem heutigen Märchen eine große Rolle. Und zwar heißt mein heutiges Märchen das kluge Schneiderlein. Und was er mit diesen Steinen bewirkt hat, das werdet ihr gleich erfahren. Ja, es war einmal eine Prinzessin, die war gewaltig stolz und kam ein Freier, so hat sie ihm immer ein Rätsel aufgegeben. Und wenn er das Rätsel nicht lösen konnte, ist er mit Spott fortgeschickt worden. Sie ließ auch bekannt machen, wer mein Rätsel löst, der darf sich mit mir verwählen und möchte kommen, wer da wollte. Das haben drei befreundete Schneiderlein mitbekommen. Und die haben sich gesagt, hey, wer so feine Stiche machen kann, der kann auch jedes Rätsel lösen. Der dritte von den Schneiderlein, das war eigentlich einer, der nicht gut nähen könnte. Aber er war recht pfiffig und er hat immer Glück gehabt. So haben sie beschlossen, sie gehen zur Königstochter und sie wollen erraten, welche Haarfarbe sie hat. Sie meldeten sich alle drei an und sagten, wir möchten das Rätsel hören. Jetzt wären endlich die rechten Leute gekommen, sie hätten einen feinen Verstand und wer so fein eine Nadel führen könnte durch die feinsten Stoffe, der könnte alle Rätsel der Welt lösen. Das sprach die Prinzessin. Ich habe zweierlei Haar auf dem Kopf. Welche Farben sind das? Ha, wenn zwei denn nichts ist, sagte der Erste. Es wird schwarz und weiß sein. Die Prinzessin sprach. Falsch geraten. Das sagte der Zweite. Wenn es nicht schwarz und weiß ist, so ist es braun und rot. Falsch, sagte wiederum die Prinzessin. Und da meinte der Dritte, ich bin mir sicher, ich weiß das. Es trat keck hervor, das kleine Schneiderlein, und sagte, liebe Prinzessin, du hast ein silbernes und ein goldenes Haar auf dem Kopf. Und das sind zweierlei Farben. Als die Prinzessin das hörte, wurde sie richtig blass und wäre vor Schrecken fast ohnmächtig geworden. Denn das Schneiderlein hatte recht. Sie hatte fest geglaubt, kein Mensch auf der Welt würde das erraten. Und jetzt sollte sie sich vorstellen, dass sie dieses Schneiderlein heiraten sollte. Nein, dann meinte sie, damit hast du mich noch nicht gewonnen. Du musst noch eine Aufgabe lösen. Unten im Stall, da liegt ein Bär. Und mit diesem Bär sollst du die Nacht zubringen. Und wenn ich morgen früh aufwache und du bist noch lebendig, dann sollst du mich heiraten. Sie dachte aber, dieses mickrige Schneiderlein wird auf gar keinen Fall die Nacht überstehen, weil der Bär noch keinen Menschen lebendig gelassen hat. Als es nun Abend wurde, wurde das Schneiderlein hinunter zum Bär gebracht. Bär wollte auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit seiner Tatze einen festen Willkommensgruß geben. Sachte, sachte, sagte da der Schneiderlein, ich will dich schon zur Ruhe bringen. Er holte gemächlich, als hätte er überhaupt keine Sorgen, Nüsse aus der Tasche, biss sie auf und aß die Kerl. Als der Bär das sah, kriegte er Lust und wollte auch Nüsse haben. Das Schneiderlein griff in die andere Tasche. Und in dieser Tasche waren natürlich keine Nüsse, sondern es waren kleine Steine drin. Der Bär steckte die Steine ins Maul. Er konnte sie natürlich nicht knacken. Er mochte beißen, wie er wollte. Ei, dachte sich der Bär, was bin ich für ein dummer Klotz? Ich kann noch nicht mal Nüsse aufbeißen. Und er sagte zum Schneiderlein, beißt du mir die Nüsse auf?
Das siehst du mal, was du für ein Kerl bist, sagte das Schneiderlein. Hast ein großes Maul und kannst noch nicht einmal eine Nuss aufbeißen. Da nahm er wieder die Steine, steckte sie ganz schnell in seine Hosentasche und dafür eine Nuss in den Mund. Und knack war die Nuss entzwei. Ich muss das nochmal probieren, sprach der Bär. Wenn ich dich so ansehe, dann müsste ich das doch auch können. Da gab ihm das Schneiderlein abermals Steine und der Bär arbeitete und arbeitete und biss und biss und biss. Du glaubst es nicht, er hat sie nicht aufgebracht. Als das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Violine unter seinem Rock hervor und spielte ein Musikstück. Als der Bär die Musik hörte, fing er an zu tanzen. Und als er ein Weilchen getanzt hatte, meinte er, oh, ist das schwer, Geige zu spielen? Kinderleicht, sagte da das Schneiderlein, mit dem linken lege ich die Finger auf und mit der rechten streiche ich mit dem Bogen darüber. Und so geht das lustig, hopsasa, hopsasa, pideralala. Geige, sagte der Bär, das möchte ich auch, damit ich tanzen könnte, so oft ich Lust hatte. Was meinst du? Willst du mir Unterricht geben? Na klar, von Herzen gern, sagte das Schneiderlein. Wenn du Geschick dazu hast, aber zeig mir mal deine Tatzen. Die sind gewaltig lang. Ich glaube, ich muss dir die Nägel ein bisschen abschneiden. Da wurde ein Schraubstock herbeigeholt und der Bär legte seine Tatzen drauf. Das Schneiderlein sprach aber so. Nun warte, bis ich mit der Schere komme. Und er schraubte den Schraubstock immer fester, bis der Bär sich nicht mehr herausziehen konnte. Und er ließ den Bären brummen, solange er wollte, legte sich in eine Ecke auf das Stroh und schlief ein. Die Prinzessin, als sie am Abend den Bären so gewaltig brummen hörte, glaubte nichts anderes, als der Bär brummte vor lauter Freude, denn er hätte dem Schneiderdinger ausgemacht. Am Morgen stand sie deshalb ganz vergnügt auf. Als sie aber in den Stall hineingeschaut hatte, da steht das Schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein Fisch im Wasser. Da konnte sie kein Wort mehr sagen, weil sie ganz öffentlich versprochen hatte. Der König ließ Wagen kommen und darin dürfte sie mit dem Schneiderlein zur Kirche fahren und sie sollten dort vermählt werden. Als sie angestiegen waren, gingen die beiden anderen Schneider, die ihnen das Glück nicht gönnen, in den Stall und schraubten den Bären los. Der Bär in voller Wut rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen und es wurde ihr ganz Angst und Bange. Sie rief, ach, ach Gott, der Bär ist hinter dir her und will dich holen. Das Schneiderlein aber ganz fix, stellte sich auf den Kopf, streckte die Beine zum Fenster hinaus und rief, siehst du den Schraubstock? Wenn du nicht sofort verschwindest, dann kommst du wieder in den Schraubstock. Als der Bär das hörte, drehte er sich um und lief fort. Schneiderlein aber fuhr ruhig in die Kirche und die Prinzessin wurde ihm angetraut. Und er verlebte mit ihr viele, viele vergnügte Tage und er sah immer wie eine Heiligkeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch. Hoffe ich, dass ihr beide gesund und munter bleibt.